Willkommen zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ein HD Remaster für die Wii U von dem ursprünglichen Spiel The Legend of Zelda The Wind Waker, was für die GameCube 2002 erschienen ist. Wir spielen die HD-Version, da ich meine Wii nicht capturen kann. Sonst hätte ich tatsächlich die original GameCube-Fassung gespielt. Aber wie ihr schon sehen könnt, habe ich schon ein bisschen gespielt. Dadurch, dass die Wii U-Version natürlich grafisch auch nochmal besser aussieht, würde ich sagen, dass es für so ein Let's Play besser geeignet ist. Jetzt gehen wir mal gerade an einen Namen an. Um statt Mando zu nehmen, nehmen wir einfach mal Link für die Leute, die wollen, dass ich mich Link nenne. Ich weiß nicht wieso, aber ein paar haben gesagt, nenn dich Link. Also mache ich das. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschheit überliefern. Oh, es steht auch auf dem Gamepad. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandt in Grün der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit dem Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch auf einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreichs glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch er kehrte nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, sobald er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass es so wird wie der Held aus der Legende voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Preludien. Link!
Was steckt der denn nur schon wieder? Ist er denn etwa wieder oben im Turm und kifft? Ah, nee, er schläft nur. Link! Jetzt hör auf zu pennen! Und komm! Was? Hä? Wo ist sie denn hin? Da bist du ja! Bist denn du da hingekommen? Ich könnte hier auch von... Sprachfehler! Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du Link, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Nein. Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du das etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Oh. Sag mal, Link, wie kann man seinen eigenen Geburtstag vergessen? Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Link, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Ja, und hier sind wir. In The Legend of Zelda The Wind Waker. Es ist blind. Ich hab Wind Waker noch nie gespielt. Außer halt diesen einen Save-File bis, ich habe halt den ersten Dungeon gespielt. Aber den Rest möchte ich gerne für das Let's Play aufheben. Also, was hat unsere Schwester gesagt? Wir müssen nach Hause, ne? Dann machen wir das doch direkt. Oh, warte mal, hier ist ein blauer Rubin. Aha. Und ein goldener. 10 Rubine anscheinend wert der goldene und der blaue wie immer 5. So. Dann wollen wir mal zum Haus gehen. Und gucken, was Oma von uns möchte. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht mehr. Es ist traurig, ich habe das Spiel vor einer Woche angefangen. Vor nicht mal einer Woche angefangen. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, was am Anfang passiert. Müssen wir hochklettern? Ja. Ja, ja, ja. Und das ist mit Abstand die beste Oma, die es in einem Videospiel gibt. Soweit ich imstande bin. Wenn es eine bessere Oma gibt, charakteristisch gesehen, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Das Spiel möchte ich dann auch nachholen. Link, ich habe auf dich gewartet. Hi. Link, probier das doch hier mal an. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kannst du glauben, dass du dich schon in Alter bist, dieses Gewand zu tragen? Ja, man sieht Link an, dass er nicht gerade begeistert ist. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Jetzt schau doch nicht so. Schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind nun leider vorbei. Und überhaupt, der Einzige, der sich noch auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertes beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Und hier haben wir unseren grünen Mann. Verstehst du? Link, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn zu deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit dem ganzen Vorbereitung für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, oh, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hol deine Schwester Aril, ja? Ja gut, dann holen wir mal gerade die Schwester, unsere Schwester. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, was hier alles passieren wird nach dem ersten Dungeon. Ich habe es ja mittlerweile schon oft genug erwähnt, dass ich schon so weit gespielt habe.
Wo war die nochmal? Ja, was ist eigentlich mittlerweile passiert? Also, Praktikum kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich bin nicht sicher, wie viel ich so da sagen darf. Letztens einen kleinen Mental Breakdown gehabt, wegen Flyer verteilen. Die wenigsten unter euch, beziehungsweise die mich aktiv auf meinem Hauptkanal verfolgen, wissen vielleicht, dass ich ziemlich scheu bin, beziehungsweise, ja, mit unter anderem auch die Leute, die mir auf Discord, auf meinem Discord-Server sind. Ach, da ist ja schon ein Karriere. Oh, Link! Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist sie darin nicht heiß? Aber steht der hervorragend. Link, steck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leih ich dir nur für den Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Link. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Lege es im Itemmenü auf YX und R oder R und riskiere einen Weg. Du kannst Items auch je nach Bedarf auf dem Gamepad berühren und verschieben. Na und, freust du dich? Dir leih ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was Besonderes. Schau doch mal unser Haus von hier an. Du wirst Augen machen. Ja, dann lege ich mal gerade das Fernrohr. Ja. Auf welche Taste legen wir das am besten? Auf R. Was macht der Orni da? Der blöde Postbote verhält sich aber irgendwie komisch. Alex, sieh doch mal da rum! Was? Holy shit, was ist das denn? Wer ist das? Oh, und wer sind die? Oh, warte! Das ist der Typ aus Spirit Tracks! Geil! Stimmt, warte, das spielt ja im selben Stil. Spirit Tracks ist ja derselbe Stil wie Windwaker. Stimmt. Diese Emotion, Digga. Und wer ist das? Keine Ahnung, sie ist wahrscheinlich tot. Oh nein, das ist ja furchtbar, sie ist in den Wald gestürzt, wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet, wie ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen? Das stimmt, deshalb muss ich, wo war der Schwerttyp nochmal? Ich habe keine Ahnung. Klettern wir erstmal runter, aber ich kann auch einfach einen Knopf drücken. Lol. Geil, jetzt kann ich erstmal wieder suchen gehen. Fuck! Nein, Link, du... Ach, egal, warte. Ich kann doch eh auf die andere Seite schwimmen. Ja, und... Ja, hier unten stimmt. Sehr gut ausgezeichnet, Junge. Du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung, in die du Zadel rückst. Kannst du Personen ansprechen und die weiter wegstehen. Doch nicht nur das, nie ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch, schreibt sie dir also hinter die Ohren. Abgesehen von den vorher erwähnten gibt es aber noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten der Zielerfassung. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge der mehr bereitbringe? Kletter doch einfach mal die Leiter dort hoch und besuche mir mal mein Zimmer. Das war aber wirklich ein furchtbarer Lärm. In letzter Zeit sehe ich entfernte Dinge nicht mehr so gut. Ich werde wohl alt. Du wirst alt. Du bist alt. Sorry. So, und hier sind wir beim Papa Orca. Oh, Link, was hast du? Du bist ja so blass. Ist etwas geschehen? Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Link? Interessiert dich die wahre Kunst des Schwertkampfes zu erlernen? Ja, und ab!
Schön. Als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Greif mich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. So, dann hätten wir das. Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen und drücke danach B. Meinst du so? Oh, jetzt habe ich leider weggedrückt. Was er gesagt hat. Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen und bewege L zu mir und drücke B. Gib alles, was du hast. Gut, ich will einen Ausfall nach dem anderen sehen. Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt, sammel deine Treffer und lass los. Du kannst alternativ auch mit Hilfe von L eine Kreisbewegung ausführen und danach B drücken. Ah, so geht das. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir zur Spezialattacke. Erfasse deinen Gegner mit Hilfe von ZL als Ziel. Drücke A und drücke A, sobald A erscheint. Ach, dieses Sternen-A? Okay. Ausgezeichnet. Erfasse mich noch einmal mit Hilfe von ZL als Ziel und schlage zu, wenn A anzeigt. So. Wunderbar. Und zu guter Letzt noch der Sprungangriff. Zieh dein Schwert, visiere mich mit der Zielbefassung an und drücke A. Ich will noch einen sehen. Das war schon sehr gut, Junge. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, der es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber... Ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Link, nun nimm es an dich und führe es gut. Yay, wir haben das Schwert erhalten. Mach es dir zur Aufgabe zu lehren, wie es perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Klar. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie dich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Link. Ja, und wie es weitergeht, würde ich vorschlagen, machen wir dann im nächsten Part. Und da erfahren wir, was es mit dem Mädel auf sich hat und ob wir sie retten können. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.